So, dann begrüße ich euch hier auf dem Court heute im Audidom zu unserem Medientalk zur möglichen Rückkehr der Fans in die Halle und zu dem Sicherheitskonzept, was in den letzten Wochen oder man kann sagen Monaten vorbereitet worden ist hier im Office zusammen mit Herrn Florian Kainzinger, den wir neben Marco herzlich begrüßen. Das Final Ten Turnier hat ja bereits so ein bisschen die Handschrift von Konzepten getragen, die Herr Kainzinger dann auch in den deutschen Sport getragen hat. Sie haben ein Faible für Basketball, habe ich gehört. Stimmt das? Das stimmt. Ja. So rückwirkend betrachtet dieses Final Ten Turnier, was wir organisiert haben hier im Audidom. Vielleicht lassen wir mal freundlicherweise das sportliche Resultat weg, was die Bayern hier geliefert haben. Was hat letztlich dieses Finalturnier für Nutzen gebracht und der Aufwand? Hat sich das gelohnt und was sind die Lehren aus diesem Turnier? Na gut, wir haben das Turnier ja bekanntermaßen ohne Zuschauer gespielt, auch wenn wir versucht haben oder zumindest Gespräche gelaufen sind, das haben wir ja dann auch öffentlich gemacht, bei den Finalspielen darüber nachzudenken, ob man ganz wenige Zuschauer reinbringen kann. Aber wir haben natürlich sehr viel geübt und gelernt, was diese ganzen Standard-Hygieneabläufe der Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Zonierung von Hallen, das sind ja alles Dinge, die da schon geübt und in Betrieb genommen wurden und die auch alle jetzt Teil wieder der BBL-Standard sind für die neue Saison. Also ganz viele Dokumente, die erstmal für die Teams gelten, für die Mannschaften, sowohl in den Trainingsphasen, zu Hause, häusliches Umfeld, Trainingshalle, aber dann auch am Spieltag, kommen alle aus dem Finalturnier mit einigen Modifikationen. Man lernt ja da immer ein bisschen weiter, aber der Kernbestandteil ist der gleiche wie beim Finalturnier. So dass wir uns jetzt auch gerade in der Arbeit der letzten Wochen dann mehr auf das Thema Zuschauer konzentrieren konnten, weil der andere Kern eben da war und wir letztendlich jetzt Zuschauerfragen mit sehr viel mehr Zeit auch bearbeiten konnten. Vielleicht mal zur Erläuterung für die Runde. Dieses neue Konzept oder dieses Basiskonzept ist ja so ein bisschen Pilotprojekt auch für andere Ligen und Sportarten. Wo wird das noch, sag mal, kopiert in Anführungsstrichen oder wo sind die Basisarbeiten hier gelegt worden für diese Dinge? Zum Thema Zuschauer oder zum. So dieses Konzept, ja. Also, genau, alle Ligen inzwischen eigentlich zwei Konzeptdokumente. Das eine ist immer die Frage, wie der Spielbetrieb und letztendlich alles passiert, was mit Arbeitsschutz zu tun hat. Also die Funktion des Arbeitgebers gegenüber Spielern, Coaches, aber auch sonstigen Angestellten der Clubs. Wie halte ich die gesundheitlich sicher? Und da sind Elemente aus dem Finalturnier jetzt übernommen worden. Und dazu haben die Ligen sich auch sehr viel abgestimmt. Die Deutsche Fußballliga hat jetzt auch ihr neues Konzept für die neue Saison vorgestellt. Und diese Arbeitsschutzkonzepte sind zwischen den Ligen abgestimmt, sodass da Eishockey, Basketball und Handball als drei große Hallensportarten auch gemeinsam mit im Boot sind. So, und dann gibt es das zweite Thema, was konzeptionell bearbeitet wurde und was eben neu aus diesem Sommer kommt, ist das Thema Zuschauer. Da geht es nicht um Arbeitsschutz, sondern es geht um Schutz der Allgemeinheit, nämlich der Gäste, die zum Spiel kommen. Und auch da ist es so, dass Fußball, Eishockey, Basketball und Handball eine gemeinsame Konzeptbasis haben. Also die Grundlagen, bestimmte Herangehensweisen sind in allen diesen Konzepten entweder komplett gleich oder aneinander angelehnt, was es, glaube ich, auch sehr viel einfacher gemacht hat, in den letzten Wochen die politische Diskussion zu führen mit den Verantwortungsträgern, dass man dort mit einer Stimme aufgetreten ist. Marco, hier kommt jetzt, wir hatten heute einen Termin beim Gesundheitsamt. Kainzinger war mit, das ist ganz aktuell. Um 10 Uhr war der Termin, deswegen sind wir auch etwas später angefangen. Was kannst du aus diesem Termin schon mal generell berichten? Erstmal herzlich willkommen im Audidom. Ich möchte, bevor ich auf die Frage antworte, mich ganz herzlich bei Florian und seinen Partnern und Kollegen für die unglaubliche Unterstützung, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit den Termin heute, den wir hatten und auch dem Konzept, den wir jetzt für den Audidom entwickelt haben. Man kann schon sagen, dass Florian den, jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, den Basketballsport mit seiner Expertise in Deutschland rettet, weil er nicht nur an dem, oder sogar
europäisch, muss ich schon sagen, dass seine Kompetenz zusammen mit seinen Partnern und den Leuten, mit denen er tagtäglich zusammenarbeitet, wären wir nicht hier oder wären wir nicht so weit, vor allem was das Final Ten Turnier angeht, sondern vor allem was die neue Saison angeht. Und an dieser Stelle auch im Namen des Vereins vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und ich hoffe, du bleibst weiter als Basketballfan dran, weil es noch viel Arbeit vor uns. Wir haben einen Termin gehabt mit im Gesundheitsamt heute Morgen. Ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass der Austausch mit den Behörden, die natürlich ihre eigenen Vorgaben haben und die Art und Weise, wie sie arbeiten, und vor allem haben sie jetzt nicht nur den Audiodom als Konzept zu prüfen, sondern viele andere Sachen, hervorragend ist. Der Austausch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer zielorientiert und an den Vorgaben, die man hat. Jetzt gibt es seit gestern Nacht, heute früh eine neue Verordnung, was es Profisport oder Hallensport vor allem angeht. Und das Termin war wirklich gut. Wir sind so auseinandergegangen mit dem Ziel, dass wir am 2. Oktober beim ersten Heimspiel gegen Armani Mailand das Ziel haben, mit einer Kapazität von 20% das Spiel zu organisieren. So ist die Empfehlung vom letzten Dienstag auf der Bundesebene. Und jetzt gibt es in jedem, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, Florian, jetzt gibt es in jedem Bundesland eine angepasste Verordnung, natürlich abhängig von diesem Schreiben vom letzten Dienstag. Und sollten es die Rahmenbedingungen erlauben, gehen wir davon aus und sind sehr, sehr optimistisch, dass wir unser Konzept jetzt natürlich ein bisschen anpassen müssen zu der Verordnung, die jetzt neu ist, aber das bekommen wir ganz schnell hin. Wir sind sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen für den zweiten. Ich weiß nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt, aber es gibt eine Testphase für diese 20% beziehungsweise für diese Empfehlung des Bundes bis Ende Oktober. Und diese Zeit wollen wir nutzen, um weitere Erfahrungen zu sammeln, aber vor allem sicherzustellen, dass es auch hier so läuft, wie wir das abgemacht haben oder abmachen werden, um dann eine Situation herzustellen, dass es, wenn es Verbesserungen gibt oder wenn die Kapazitätsmöglichkeiten nach oben erweitert werden, dass wir das Konzept, und das können wir jetzt schon, nach oben skalieren und das so anpassen, wie die Verordnung halt zu dem Zeitpunkt sein wird. Also alles in allem bin ich, was die Gespräche mit den Behörden angeht, positiv gestimmt, dass wir eine Lösung finden. Natürlich immer unter der Bedingung, dass die Rahmenbedingungen, man sieht, wie schnell das ist, und da müssen wir halt alle, wie schnell sich Sachen ändern oder entwickeln. Und daher war auch dieses Final Ten Turnier und die Vorbereitung auf das Turnier so wichtig, dass man eine gewisse Flexibilität an den Tag legt, also maximale Flexibilität an den Tag legen muss. Aber unser Ziel ist ganz klar, dass wir darauf hinausarbeiten, dass wir die zwei Heimspiele, die wir im Oktober haben, nämlich das Spiel gegen Mailand und dann später im Monat, ich glaube am 23. gegen Olympiakos Piräus, mit 20% Kapazität erstmal starten können. Herr Kanzinger, Voraussetzung war ja, dass das Lüftungssystem in den Hallen auch im Audidom ja getestet wird oder überprüft wird. Sie haben sich viele Hallen angeschaut. Was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zum Audidom und anderen Hallen? Was ist rausgekommen? Ja, wir haben ja, das war mit eine der ersten Hallen, die wir überhaupt lüftungstechnisch untersucht haben. Mitte Juni schon? Wie bitte? Im Juni schon. Genau, im Juni schon, also am Ende des Finalturniers haben wir damit schon angefangen. Weit bevor jemand darüber diskutiert hat, dass das vielleicht eine Voraussetzung sein könnte für die Wiederzulassung von Zuschauern. Es ist ja jetzt auch so verordnungstechnisch, dass das nicht vorgeschrieben ist. Mhm. Aber ich sag mal, aus fachlicher Perspektive schadet das natürlich nicht, auch ein Gefühl für eine Lüftungsanlage und eine Situation zu haben. Und ohne jetzt hier in die Details zu gehen, ist aus meiner Sicht ganz klar, dass das hier
eine Halle ist, die auch unter den jetzt gegebenen Pandemiebedingungen geeignet ist, Zuschauer wieder zurückzubringen. Dass hier auch eine Schutzfunktion durch die Lüftungsanlage vorhanden ist. Das wird nie ein hundertprozentiger Schutz sein, den werden Sie nirgends haben, den haben Sie auch nicht im Flugzeug. Ich saß heute Morgen im Flieger voll besetzt, ohne Abstände, haben Sie auch nicht in der Bahn. Aber es ist definitiv eine zusätzliche Funktion durch die Lüftungsanlage hier gegeben. Wir haben eine ganze Reihe von Anlagen jetzt oder Hallen in den letzten Wochen und Monaten gesehen in Sportstätten. Und da gibt es auch einige, und ich werde keine Namen nennen, die deutlich schlechter sind. Woran liegt das? Das liegt an der Bauweise des Audi-Doms. Es liegt auch an der Bauweise der Lüftungsanlagen. Hier wurden vor einigen Jahren, das hatte natürlich noch nichts mit Corona und Pandemie zu tun, zusätzliche Lüftungsringe eingebaut, die wir auch messen konnten und sehen konnten. Und es liegt teilweise auch ein bisschen daran, dass die Halle noch aus einer Zeit stammt, wo das Rauchen noch erlaubt war in Hallen. Da hat man ganz andere Formen von Lüftungsanlagen einbauen müssen und davon profitiert jetzt auch die Situation hier. Und das konnten wir haben hier Rauchversuche gemacht, wir haben Partikelmessungen gemacht, mit Abstand, ohne Abstand, mit Maske, ohne Maske. Man muss auch sagen, wir werden das nie nachstellen können, die Situation, wenn wir hier Versuche machen und Untersuchungen wie eine volle Halle mit 4.000, 5.000 Leuten hier drin. Aber wir können schon antizipieren, wir können es vergleichen und vor allem auch zwischen den Hallen vergleichen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, sodass wir zum Ergebnis kommen, gemeinsam mit anderen Schutzfunktionen. Es wird nie die Lüftungsanlage alleine sein, aber es ist hier definitiv vertretbar, den Schritt zurückzugehen und dann auch mehrere Schritte dann folgen zu lassen. Marco, wollen wir jetzt mal den Zuschauern oder den Fans so ein bisschen Ausblick geben in Stichpunkten, was hier so am Spieltag auf Spieltag Turnover. Was so am Spieltag auf sie zukommt, also so eine kleine Customer Journey für die Fans, fängt an mit Tickets, Anreise, Zugang zur Halle. Kannst du vielleicht ein paar Stichworte nennen, was in unserem Konzept dann vorgesehen ist? Naja, man muss sich ja vorstellen, bei einer Kapazität von 6.700 Zuschauern, 20% bedeuten erstmal eine Masse an Zuschauern, dann Fans, die erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Das sind ca. 1.300, 1.400 Zuschauer, die natürlich jeder Einzelne ein personalisiertes Ticket braucht. Das ist natürlich im Sinne der Nachverfolgung ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Wir werden versuchen, verschiedene Timeslots für verschiedene Ticketgruppen einzuführen, sodass wir vor allem bei den Eingangskontrollen, obwohl ich finde, dass wir genug Möglichkeiten haben, aber wir wollen sicherstellen, dass sich keine Schlangen bilden vor den Eingängen, dass das alles reibungslos funktioniert. Das heißt, dass der Gast, wenn er kommt, eigentlich einfach durchgehen kann und sich auf seinen Platz setzen kann. Wir reden jetzt erstmal, und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass, obwohl es im ersten Schritt erstmal gewöhnungsbedürftig sein wird, mit Masken beim Spiel selbst. Das heißt, es wird im Gegensatz zu den Stadien im Fußball, wird man das Spiel mit Maske verfolgen müssen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt erstmal, um diese Testphase auch richtig zu machen und keine Risiken einzugehen. Und es wird, was es das Catering angeht, Stand jetzt, sagt die Verordnung aus, dass es keinen Alkoholausschank im Audi-Dom geben wird. Wir werden auch schauen, dass, was es Getränke, beispielsweise Lieferung an den Sitzplatz angeht, dass wir ein System finden, dass es reibungslos funktioniert, bei der geringen Anzahl von im Vergleich zu einem vollen oder 90%, 80% ausgelasteten Audi-Dom. Wird das erstmal machbar sein, um auch sicherzustellen, dass die Leute sich jetzt nicht in der Halle zu viel bewegen und dass sie irgendwo Schlangen finden. Wir haben ein Konzept, dass wir das Catering im Sinne des Essensverzehrs vielleicht sogar vor den Audi-Dom, also direkt vor dem Eingang, platzieren. Das sind Sachen, die wir jetzt anpassen müssen in den nächsten paar Tagen. Aber wir werden natürlich sicherstellen, dass der Kunde, dass der Fan erstmal nichts Großartiges vermisst, aber dass es doch da eine gewisse Ordnung gibt und einen gewissen Plan, um auch sicherzustellen, dass das alles so der Verordnung und den Vorgaben der Behörden entspricht. Wir werden sicherstellen, was es die Anreise und Abreise angeht, dass wir genug Parkplätze haben, dass das alles passt.
Da haben wir schon eine Lösung, die ist auch verarbeitet worden im Konzept. Und ich muss an dieser Stelle sagen, es wird natürlich nicht dasselbe Gefühl sein oder dieselbe, wie soll ich sagen, dasselbe Prozedere wie bei einem normalen Spiel im Audiodom vor dieser Krise, aber es wird etwas sein, an dem man sich, denke ich mal, ganz schnell gewöhnen wird, weil wir alle unbedingt auch wollen. Und ich habe so das Gefühl, wenn man mit Fans spricht, dass sie auch unbedingt alle zum Spiel endlich in den Audiodom kommen wollen, dass das erstmal für diese Testphase gewährleistet ist. Herr Kleinsinger, dann geht es ja darum, wie die Leute platziert werden. Das ist sicher ein großer Punkt in der Halle. Wie sieht es da aus? Was kann man sich da denken oder vorstellen? Ja gut, wir haben die Konzeption hier zum Zeitpunkt gemacht. Da war die Verordnung, die jetzt seit gestern Abend oder heute Morgen bekannt ist, natürlich noch nicht vorhanden. Und auch die Absprache zwischen den 16 Bundesländern vom Dienstag war noch nicht bekannt. Das heißt, wir haben uns nicht an 20% orientiert, sondern haben geschaut, was wir aus hygienischer Sicht für möglich erachten. Das werden wir jetzt ein Stück weit anpassen, um eben erstmal mit der heute gültigen Verordnung dann auch übereinzustimmen. 20% ist die Maximalzahl, man kann natürlich drunter bleiben. Bei 20% haben wir hier erstmal kein Problem in der Halle, was die Unterbringung angeht und auch die Abstandsregel von 1,5 Meter umzusetzen. Also die werden wir jetzt nochmal als Grundlage nehmen und dann die Sitzplatzverteilung diskutieren. Da gibt es auch noch mehrere Varianten, wie Haushalte zusammensitzen können auch Leute von zwei Haushalten zusammensitzen. Aber das sind jetzt die ganz akuten Fragen, die jetzt in den nächsten Tagen nochmal geklärt werden, um das Sitzplatzkonzept final zu machen. Man kann aber jetzt schon davon ausgehen, dass es Gruppen geben wird, die zusammensitzen, und zwischen den Gruppen wird es 1,5 Meter Abstand geben. Mhm. Marco, du bist als Geschäftsführer ja auch für die Finanzen zuständig. Was heißt das jetzt erstmal, so eine mögliche Testphase mit 20% für unsere Zahlen? Erstmal ist ganz klar, dass diese 20% Kapazität, die jetzt genehmigt worden ist, total nicht ausreichend ist. Das ist einfach so. Es ist eine Zahl, die erstmal, wenn man auf die nackte Zahl schaut, eine Zahl ist, die uns jetzt alle nicht super glücklich macht. Aber man muss in diesem Gesamtkontext auch sehen, wo wir herkommen, was vor 4 Wochen möglich war, was wie besprochen bei dem Turnier hier in Berlin möglich war. Und dafür ist es etwas Großartiges, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind alle wirklich sehr, sehr glücklich und motiviert, dass wir endlich unsere Fans in die Halle lassen können. Ich glaube, dass ich bin es ein bisschen leid, und ich befolge das jetzt ein bisschen in den Medien ständig, über finanzielle Nachteile der Vereine durch ausbleibende Ticketmöglichkeiten zu reden. Ich glaube, das ist etwas, was mittlerweile jeder weiß. Es ist kein Geheimnis, es ist eine Sache, die ist einfach so. Was für mich noch wichtiger ist, als das, ist, dass wir endlich wieder Kontakt zu unserer Fanbase haben, Kontakt zu den Basketballfans haben, dass die wieder die Möglichkeit haben werden, in den Audiodom zu kommen. Und man muss sich ja vorstellen, es sind ja schon fast über 6 Monate, oder es werden sicherlich über 6 Monate sein, wo wir direkten Kontakt in der Halle mit den Fans hatten. Und die Fans in den 6, 7 Monaten, die haben sich auch, weil es kein Basketball gab in der Halle, die haben sicherlich auch andere Lösungen gesucht, um ihre Freizeit zu gestalten. Und ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Punkt in der Öffentlichkeit, über das wir reden müssen, dass wir wieder die Fans zurückholen müssen, an den Kontakt zum Live-Sport, in diesem Fall im Basketball, anbieten müssen, um nicht die Fans zu verlieren, um nicht die Jugendlichen zu verlieren. Und dafür sind diese 20% erstmal super. Ich glaube, das ist auch, man nennt das ja auch eine Testphase, dass die Leute auch daran gewöhnen. Es kann sein, dass ab November es eine ganz andere Verordnung gibt, aber für den Anfang finde ich es viel, viel wichtiger, als über die Finanzen zu sprechen, darüber zu sprechen, dass man endlich wieder Kontakt zu der Fanbase hat, Kontakt zu den Fans, dass die Leute wissen, okay, jetzt können wir alle in den Audiodom kommen, in einer sehr dezimierten Zahl, aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, wie ich finde. Und logisch ist wahrscheinlich, dass die Dauerkartenkunden zuerst zu ihrem Recht kommen. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir, da möchte ich mich bei allen Dauerkarteninhabern bedanken, dass die alle, im normalen Fall haben wir ja, zwischen um die 40% Dauerkarten in der normalen Saison. Das ist jetzt
etwas gesunken auf zwischen 20% und 30% in den beiden Wettbewerben unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass die Leute dabei geblieben sind und nicht ausgestiegen sind, sondern es gibt tatsächlich Leute und eine große Anzahl von Fans, die Dauerkarten behalten haben für diese Saison. Und denen können wir jetzt was geben. Und die werden natürlich mit Priorität behandelt, abgesehen natürlich davon, wir haben ja erstmal einen Wettbewerb Euroleague in dem Monat Oktober. Die Bundesliga fängt ja Gott sei Dank ein bisschen später an, nämlich Anfang November. Und da hoffe ich, dass wir alle Vereine die Möglichkeit haben, Fans in die Halle zu bekommen, so diszipliniert arbeiten und wirklich als Ergebnis dieser Arbeit und der ganzen Konzepte, die Florian mitgestaltet hat, dass eine Kapazitätserweiterung im November folgt, wenn die Bundesliga losgeht. Und die Dauerkarteninhaber, die uns auch bei dieser tollen Charity-Aktion geholfen haben, beim AKM, bei den Münchner Krankenhäusern, die haben natürlich oberste Priorität jetzt bei der Vergabe der Tickets, hoffentlich ab dem ersten Spiel im Oktober. So, vielen Dank. Das war so die Grundinfo, die wir heute mal hier loswerden wollten. Jetzt seid ihr dran mit euren Fragen. Es gibt dort einen Kollegen mit einem Mikrofon, damit wir uns alle verstehen. Ich muss mal ganz naiv nachfragen, welche Funktion hat diese Lüftungsanlage? Wird die Luft da gefiltert und wieder rausgeblasen? Wird sie aus der Halle rausgeleitet und Frischluft kommt rein? Oder was ist die genaue Funktion? Genau, letzteres. Also man kann Anlagen in verschiedenen Funktionen oder Betriebsmodi betreiben. Manche haben noch eine Klimafunktion, das hat die Halle hier nicht. Es geht wirklich, wir fahren sie in dem Modus, dass Frischluft reinkommt und die Abluft rausgeht. Also kein Umluftbetrieb oder nicht zu vergleichen mit dem Thema, was man aus Schlachthäusern kennt etc., wo ja die gleiche Luft im Gebäude zirkuliert wird. Das hier ist ganz simpel, Luft rein und Luft raus. Wie ist es denn jetzt mit, also wird es auch noch Karten geben im freien Verkauf eigentlich und wissen Sie ungefähr, wie viele das sind, weil ja jetzt gesprochen wurde, dass es 20-30% Dauerkarteninhaber gibt, sind damit dann schon die 20% ausgeschöpft? Ja, also wenn wir jetzt die Kapazität genehmigt bekommen mit 20%, dann ist das sozusagen für die Euroleague-Dauerkarten die Zahl, die wir voll gemacht haben mit Dauerkarten. Und diese Leute werden, diese Kunden oder Fans, oder diese Personen haben erstmal Priorität, klar. Sollte es Dauerkarteninhaber geben, die jetzt zu viert eine Dauerkarte haben und nicht zum Spiel kommen können, dann besteht die Möglichkeit, vielleicht daran arbeiten wir, das Ticketing. Wir müssen erstmal wissen, was für Möglichkeiten wir haben, wie viele Leute können wir reinholen und dann werden wir uns darum kümmern. Aber das ist der Stand jetzt mit dieser Kapazität, die einzige Möglichkeit, Tageskarten-Tickets zu verkaufen, ist, wenn die Dauerkartenkunden für das jeweilige Spiel Tickets zurückgeben. Aber so wie ich die Situation jetzt sehe, wird es das in seltensten Fällen geben. Das heißt, Tageskartenverkauf würde bei uns ab 35-40% Kapazität erst anfangen und hoffentlich in der nächsten Zukunft bald auch möglich sein. Sie hatten gerade gesagt, dass das hier getestet hat mit den Zuschauern, da wussten Sie noch nicht zu den 20%. Mit wie viel Prozent hatten Sie gerechnet oder die Funktionen durchgeführt? Ja, wir haben mit gar nichts gerechnet zu dem Zeitpunkt, sondern also wir machen ja Messungen erstmal ohne einen rechtlich-juristischen Text als Grundlage, sondern schauen, wie ist die Gesamtsituation. Und da gibt es auch keine exakte Wissenschaft, dass man misst, zwei Zahlen rauskommt und dann kommen so viel Prozent an Zuschauern raus, sondern letztendlich gibt es einen Gesamteindruck, der fließt dann mit ein in die Frage der Umläufe, der Kioske, der Eingangssituation etc. Und darauf machen wir ein Gesamtkonzept und wir sind der Ansicht, dass man hier mehr Zuschauer sicher abbilden kann als 20%. Davon gehe ich fest aus. Wie viel das dann sein werden, werden wir gemeinsam mit den Behörden schrittweise besprechen müssen.
Aber ich bin ja auch schon mal mit einer Zahl zitiert worden, wenn man die sucht, die kann ich deswegen auch nennen. Also 3000 Besucher halte ich hier möglich in der Halle. Deswegen, jetzt sage ich nichts Neues, das sage ich das, was ich schon mal öffentlich gesagt habe. Was sagen denn so die Spieler zum Spielbetrieb bis jetzt ohne Zuschauer? Was sind da so die Rückmeldungen jetzt auch? In Valencia gab es ja auch ein Turnier, was ja auch natürlich ein Geisterspiel war. Wie sind da so die Reaktionen? Die hassen das. Ja. Also in Valencia, ich fahre leider, weil wir diese ganzen Termine vorbereiten mussten, nicht vor Ort in Valencia. Da waren, glaube ich, 400 Zuschauer waren 400, zugelassen. Ja. Wir sind jetzt auch im Austausch mit dem Gesundheitsamt, ob wir vielleicht ein Freundschaftsspiel hier als Testlauf machen sollten, jetzt nicht unbedingt für die Spieler, sondern für die Abläufe, dass das Personal, die Sicherheitsleute und Ticketing und alle ein Gefühl bekommen, wie das eigentlich funktioniert an einem Spieltag, wenn die Genehmigung tatsächlich kommt. Aber ich glaube, diese Frage, was die Spieler denken und was der Trainer denkt, erübrigt sich, weil die hassen das. Die arrangieren sich, sagen wir so, besser gesagt, die arrangieren sich mit der Situation, wie wir alle. Ich glaube, es wäre ein riesengroßer Boost für alle Sportler, wenn jetzt, egal ob es Fußball, Handball oder Volleyball ist, wenn jetzt 20% in der Halle sind, auch wenn es nur 20% sind, aus finanzieller und wie gesagt aus, jetzt einmal dahingestellt, aber vom Gefühl her, von den Emotionen her, ist das ein super Start. Für alle. Bitte. Weil es zu krass hassen ist, die arrangieren sich. Hassen tun sie nur Vorbereitungstraining. Ja, das auch. Ja. Bei den Fußballern war es jetzt so, dass von Mittwoch auf Donnerstag die Zuschauerzahl für morgen von 7.500 auf 0 runtergebremst worden ist, wegen den Inzidenzzahlen. Wie lange ist denn der Vorlauf bei den Basketballern? Also kann es sein, dass die am Morgen vor einem Spiel sagen, die Zahlen sind so hoch, wir können heute Abend niemanden in die Halle lassen? Dazu wird Florian, ich als Laie, damit wir, ja, wenn die Experten sprechen, dann ist es immer schwierig zu folgen. So wie ich das verstanden habe, dass man jetzt daran arbeitet, dass man einen Zeitpunkt definiert, 4 Tage, 5 Tage vom Spiel oder 2 Tage vom Spiel, das weiß ich nicht, an dem die 7 Tage Inzidenzzahl gilt. Und dann organisiert man das Spiel. Stand jetzt gibt es das noch nicht. Also diese Regelung habe ich auch jetzt, also die Verordnung ist rausgekommen. Ich bin eigentlich ein Schnellleser und was ich jetzt gelernt habe in der letzten Zeit, solche Verordnungen muss man jedes Wort 5-mal lesen. Aber ich habe jetzt da keine Regelung für, an welchen Tag gilt welche 7 Tage Inzidenzzahl. Und ich glaube, leider, die Fußballer dürfen heute nicht spielen, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, dass man tatsächlich einen Punkt definieren muss für die Mannschaften, wie zum Beispiel in der zweiten Liga, die ein Spiel in der Woche haben und dann gibt es Mannschaften wie uns, die 2 oder 3 Spiele sogar in der Woche spielen müssen, dass es da eine Regelung gibt, an die wir uns alle, nicht nur wir, sondern vor allem die Fans auch orientieren können. Und das wird sicherlich kommen. Ich glaube, die gibt es heute, Florian, noch nicht, ne? Ja, aber um das da anzuschließen, das zeigt halt mal wieder so ein Beispiel, dass gerade auch wenn es um Gesundheits- oder vielleicht auch hygienemedizinische Themen geht, dann doch Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht manchmal, ja, und erstmal auch ein Stück weit nachzudenken und die Sachen zu sortieren und dann sonst sehen wir so ein Ergebnis wie jetzt diese Woche. Also da, glaube ich, ist keiner glücklich drüber gewesen über den Verlauf, die Stadt nicht, das Land Bayern nicht, aber auch der FC Bayern nicht als Austragender. Und leider ist die aktuelle Verordnungslage, wie wir sie jetzt seit heute Nacht haben, in Bayern nicht konkret, was das Thema angeht. Also es gibt da noch keine Grundlage dafür. Ich glaube, da wird man sehr schnell feststellen, von allen Seiten aller Beteiligten, dass man da irgendwie eine bessere Definition braucht, weil alle müssen sich auf irgendwas einstellen können. Die Behörde kann auch nicht jeden Tag morgens um 8 Uhr das Internet und die RKI-Zahlen aufmachen und überlegen, ob sie jetzt ein Spiel zulässt oder nicht. Also auch die brauchen eine Grundlage und das hat man heute auch gemerkt im Gespräch, dass die sich auch freuen würden um entsprechend mehr Anhaltspunkte und die Clubs und Vereine brauchen das auch. Es gibt einen klaren Vorschlag der Ligen, der heißt am Montag vor dem Wochenende des kommenden Spiels
wird die Uhr abgelesen. Man kann auch über den Dienstag reden oder über den anderen Tag, aber ich glaube, es braucht den. Es gibt ihn aktuell nicht. Einige Bundesländer lassen sich jetzt ein paar Tage mehr Zeit, um die Empfehlungen der Länder vom Dienstag umzusetzen. Da rechne ich dann auch mit ein paar mehr Details. In anderen Ländern ging es jetzt ein bisschen schneller und da gibt es dann eben Unklarheiten, was dieses Thema angeht. Ist denn die Alternative tatsächlich 20% oder null? Oder gibt es möglicherweise auch eine Zwischenlösung? Der Süder zum Beispiel hat ja angedeutet, dass man, wenn die Zahlen eine entsprechende Höhe erreichen, vielleicht auch mit kleineren Zuschauermengen arbeiten könnte. Aber ist sowas realistisch? Nee. Alles ist, also wie man sieht, ist alles möglich. Also es liegt offensichtlich nicht jetzt in meiner oder unserer Hand. Ich glaube, Florian hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass es wahrscheinlich da ganz klar Regelungen bedarf. Wenn das so ist, was passiert denn dann und welche Regelung gilt? Heute ist klar, es wird keine bundesweite Regelung geben, sondern landesweite. Jetzt wird es für die Stadt München eine andere Regelung geben als für Bamberg, das weiß ich nicht. Aber wie alles bis jetzt müssen wir da durch diese Situation navigieren und das eigentlich tun, was wir am besten tun können. Alles andere wird sich ergeben. Ich glaube, Florian hat heute gesagt, dass es natürlich möglich ist, dass diese Verordnung, die jetzt gilt, vielleicht in 2 Wochen eine ganz andere ist, weil man ja in den 2 Wochen Erfahrung gesammelt hat und unbedingt was ändern muss, um es anzupassen, um auch nicht nur uns, sondern vor allem den Behörden, dem Gesundheitsamt auch die Arbeit zu erleichtern, weil die setzen ja eigentlich nur um, was die Verordnung oder versuchen die Verordnung so durchzusetzen, wie vorgegeben. Aber ich glaube, ich finde, das Beispiel mit den Fußballern ist jetzt für uns alle schade, die vielleicht gerne Fans im Stadion gehabt hätten, aber es ist auch ein gutes Beispiel, dass man da ganz klare Richtlinien braucht, wie man sich in solchen Fällen verhält. Die Bundesliga hat offensichtlich eine. Leider ist bei uns war das so, dass die Entscheidung Mittwochabend kam oder Donnerstag, dass man spielen kann mit 7,5. Ich glaube, Mittwoch, und das ist natürlich eine sehr kurzfristige Zeit. Ich bin mir sicher, dass es für das nächste Spiel der Fußballer da ganz klare Richtlinien gibt, welche Zahl und wann gilt. Die wird dann wahrscheinlich auch für uns gelten. Also, was man da auch sehen muss, ist, es gibt diese Frage mit den 35 Neuinfektionen, ja, nein, drüber, drunter. Nicht nur für die Frage Zuschauer. Dafür ist sie jetzt offiziell von der Politik übernommen worden. Aber sowohl Fußball als auch Basketball und andere Ligen haben sich ja ein eigenes System gegeben mit 3 Stufen. Kleiner 5, kleiner 35 und größer 35. Und da hängt ja viel mehr dran als das Thema Zuschauer. Da hängen auch alle möglichen anderen Hygieneregeln dran. Die Frage, wie oft wird getestet, also die PCR-Testung, einmal die Woche, zweimal die Woche. Das wird auch alles anhand dieser Level definiert. Völlig unabhängig von dem Thema Zuschauer. Und da braucht es keine Verordnung, sondern da gilt die Eigenregelung, die Ligen sich gegeben haben. Und die Ligen haben sich eben definiert, wir nehmen den Montag Robert-Koch-Instituts-Zahlen. Das kann man so machen, das muss man nicht so machen. Was ich denke, wie Marco auch gerade gesagt hat, wir brauchen da noch eine Präzisierung für das Zuschauerthema, weil so wie es jetzt geregelt ist, ist es völlig offen und da wird es unterschiedliche Entscheidungen geben. Übrigens, den bayerischen Text, den wir alle erst seit heute Morgen kennen, der sagt nicht, dass ab über 35 nicht mehr mit Zuschauern gespielt werden kann, sondern da steht drin, ab über 35 kann, das ist eine Kann-Regelung, die in der Verordnung steht, KVR, was lokal zuständig ist, eine Reduktion oder ein Spiel mit 0 Zuschauern festlegen. Das heißt, so ist jetzt die Regelung in Bayern. Das ist in anderen Bundesländern jetzt aber in NRW schon anders gemacht worden gestern, wo dann einfach gesagt wird, also da muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber es ist definitiv anders. Ich glaube, in NRW ist es so, dass ab 35 keine Zuschauer mehr sind. Also sieht man auch wieder unterschiedliche Umsetzungen. Und daher kommt auch diese Reduktion, die jetzt eigentlich erstmal auf 10% bei den Fußballern vorgesehen war, dass das KVR hart gesagt hat, okay, wir sind mit den Zahlen etwas höher, deswegen gehen wir runter mit den Zahlen. Und jetzt hat man gesagt, gestern, die Zahlen gehen noch höher, also gehen wir noch weiter runter auf 0. Und das ist genau das, was in der bayerischen Ordnung jetzt Stand heute auch so geregelt ist als Möglichkeit. Aber klar ist sicher auch, das haben ja die Fußball,
Fans jetzt erlebt, wenn wir Fußball oder Basketball sehen wollen, müssen sich die Leute an die Regeln halten. Die müssen sich an diese Regeln halten. Das ist, glaube ich, noch die einfachste Regel, an die man sich halten muss, ob man kommen darf oder nicht. Das ist relativ einfach zu fassen. Was dann darüber hinausgeht, und ich denke, das ist viel wichtiger noch, ist, dass die Leute sich natürlich an die Regeln halten, wenn sie hier sind. Also wenn die Halle aufmacht, vom Eingang, vom Parkplatz bis zum Sitzplatz gibt es Regeln. Die wird man auch erst lernen müssen. Die müssen die Vereine natürlich kommunizieren. Im Idealfall wird da viel vorher kommuniziert, schon über E-Mails und Kontakt mit den Besuchern, die wirklich eine Karte haben, ihnen zu erklären, was auf sie zukommt. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir eine Maskenpflicht machen und hier sitzen in dieser Halle 2/3 der Leute ab der 5. Spielminute ohne Maske, dann ist das Signal, was ausgesendet wird, ein anderes, als wenn alle den Regeln folgen. Und der Fußball hat ja da erste Bilder schon geliefert mit dem DFB-Pokal letzte Woche. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein 6 Wochen Probebetrieb. Also da werden sich alle anstrengen müssen. Ich persönlich, als jemand, der den Hallensport da auch schon ein Stück weit kennt, ich glaube, dass es im Hallensport sehr gut gelingen wird. Dass wir hier deutlich mehr auch Fandisziplin haben werden, was diese Regeln angeht. Und weil die Leute auch wissen, sie wollen ihren Hallensport und sie werden was dafür tun müssen, um wieder in der Halle sein zu dürfen in dieser Situation. Deswegen bin ich da ganz optimistisch, aber richtig ist, die Regeln werden eingehalten werden müssen. Ja. Zu dem Austausch zwischen den verschiedenen Sportarten, Basketball, Handball, Eishockey. Vom Eishockey ist kaum was zu hören, von den Handballern, der Liga-Chef Bohmann, das sind immer wieder vereinzelte Stimmen zu hören. Basketball ist da sehr rege, der FC Bayern hat eine gewisse Vorbildfunktion mit dem Finalturnier. Wie ist denn da der Austausch? Kommen da Anfragen oder macht da jeder für sich? Also es gibt Abstimmungen sowieso zwischen den Ligen. Ich begleite alle gerade genannten Ligen. Ich sitze jetzt heute hier für das Konzept München, aber gerade über auch teilweise die gleichen Personen, die involviert sind, ist da ganz viel Austausch vorhanden. Ja. Sicher nicht zwischen allen Ligen immer gleich viel, aber die Sie jetzt genannt haben, sind auf jeden Fall im Austausch. Und das Thema Wiederzulassung Zuschauer ist ein Konzeptpapier gemeinsam veröffentlicht von Basketball, Handball und Eishockey. Also das ist komplett gemeinsam erstellt worden. Gibt es noch Fragen? Christoph? Danach. Einzelgespräche können wir gerne gleich noch machen. Vielleicht darf ich noch mal eine Sache dahinterher schicken zu dem Thema Hallensport, was mir schon auch am Herzen liegt, weil es wird oft in der Diskussion aus meiner Sicht unnötig zugespitzt und falsch auch in den Vordergrund gestellt, wenn immer dieser Satz kommt, die Ansteckungsgefahr ist größer in geschlossenen Räumen. Ja. Das ist sehr einfach, sehr schnell gesagt, aber geschlossene Räume sind extrem unterschiedlich. Und da rede ich jetzt nicht von Mercedes-Benz Arena in Berlin versus Audi Dom, sondern ich rede von Ihr Wohnzimmer, was Sie zu Hause oder was ich zu Hause habe, versus eine Halle wie dieser hier. Und da ist der vereinfachte Satz, in geschlossenen Räumen ist die Ansteckung höher, nichts wert aus meiner Sicht. Alle Studien, alle Daten, die es gibt, beziehen sich auf Kleinsträume im privaten und häuslichen Umfeld. Ansteckungsgefahren in Hallen, ob die jetzt 10-mal, 20-mal höher sind als im Freien, sind mir überhaupt keine Daten und Grundlagen bekannt. Mit allen Experten, mit denen ich spreche, und wir sind dabei, mehrere wissenschaftliche Projekte dafür jetzt auch nochmal aufzusetzen, wird eigentlich gesagt, dass sie das Ansteckungsrisiko in guten, modernen, durchlüfteten Hallen für extrem gering ansehen. Wenn man dazu dann noch Dinge einsetzt wie Masken, ja, wo die Schutzfunktion nachgewiesen ist, wo wir übrigens, das haben wir zuerst nicht erwähnt, wir werden hier einheitliche Masken ausgeben. Es wird nicht möglich sein, die eigene Maske von zu Hause mitbringen, so wie Sie jetzt alle hier sitzen, werden Sie nicht hier ein Spiel angucken können, sondern wir werden OP-Masken, die eine andere Schutzfunktion haben, hier verteilen. Damit man das auch optisch besser kontrollieren kann. Und dass man es optisch besser kontrollieren kann, aber auch eben für die höhere Schutzfunktion. Und das muss man alles zusammennehmen. Und da halte ich es für absolut machbar, hier eine relevante Zahl von Personen zusammenzubringen mit einem reduzierten Risiko.
Und deswegen kann ich das nur noch mal, das liegt mir halt am Herzen, es ist nicht geschlossener Raum, sondern es ist eine Mischung aus, was für ein Raum ist das und welche Maßnahmen kommen dazu. Und da haben wir hier so viele, dass das aus meiner Sicht, wie Marco sagt, der Kontakt mit den Fans hier wieder möglich sein muss. Das hörte für mich sich nach einem guten Schlusswort an. Dann gibt es noch die Möglichkeit für Einzelgespräche. Wir bedanken uns fürs Kommen bei einem nicht ganz so einfachen Thema. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.